ein schönes altes Kleingartengebiet, über das schon bald die Planierraupe zieht. Ja, wenn wir es nicht beschützen, wird graue Soße draus. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats enthält 6 Szenarien, wie es mit der Erde weitergehen könnte. Verschiedene Handlungspfade von weiter so wie bisher, darauf läuft es ja gerade raus, bis hin zu wirklich globaler Nachhaltigkeit. Und ein Überleben der Menschheit über die nächsten 100 Jahre hinaus kommt nur in 3 dieser 6 Szenarien vor. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ganze Geld der Welt muss ich nicht essen, aber Gemüse schon, drum jetzt in Hessen. Nimm deine Hände oder einen Spaten und grab ein kleines Loch im grünen Garten, wo die Gemüsehelden schon warten und frische Beete in Frankfurt starten. Im Moment sind wir alle abhängig von einer Nahrungsmittelindustrie. Wir wenden uns gegen die Großkonzerne, gegen die Nahrungsmittelproduzenten, indem wir wieder uns selbst die Dinge aneignen und so werden wir unabhängig. Und wir wollen, dass die regionalen Initiativen hier entscheiden, wie das hier weitergeht. Aus unserer Sicht muss das hier ein Gebiet werden, was einfach allen Frankfurterinnen und Frankfurtern zugutekommt und wo keine Zäune sind und was offen ist. Wir unterstützen diese Forderungen bzw. wir unterstützen auch dieses Konzept. Wir haben natürlich auch in Frankfurt, besonders auf regionaler Ebene, sehr, sehr klare Forderungen. Das heißt, es sind sehr, sehr klare Forderungen zu sagen, okay, wir wollen zum Beispiel ab 2025 eine autofreie Innenstadt haben. Oder wir wollen, dass der Flughafen nicht weiter ausgebaut wird. Das sind so große Forderungen, die wir haben. Den Forderungskatalog kann man, glaube ich, auch noch auf unserer Website einsehen. Grüne Lunge! Grüne Lunge! Grüne, grüne Lunge! Wir sind hier am 27.09. an der Grünen Lunge. Wir sind eine Woche nach dem 20.09. und es waren ungefähr 2500 Leute hier. Und das zeigt, wie wichtig dieses Thema auch weiterhin ist und wie wichtig es ist, weiter zu kämpfen und dran zu bleiben, denn wie wir alle wissen, ist das Klimapaket, was nach diesen großen Protesten beschlossen wurde, immer noch absolut nicht genug und deshalb heißt es einfach weiter kämpfen und weiter auf die Straße gehen. Grüne, grüne, lange! Das Nordend hat schon eine Bevölkerungsdichte von 16.000 Personen pro Quadratkilometer. Es ist somit das dichtest bewohnte Gebiet deutschlandweit. Genau in diesem Gebiet soll jetzt mit dem Innovationsquartier noch nachverdichtet werden. Und das unter anderem mit einem 16-stöckigen Hochhaus mitten in einer Frischluftschneise. Wie dämlich ist das denn? Ungefähr 5% bis 8% aller CO2-Emissionen weltweit werden allein durch die Produktion von Beton generiert. Und daran erkennt man, dass die Frage, wie gebaut wird, einen großen Anteil hat an der Klimakrise. Wir sind ja hier in der Grünen Lunge angekommen und jetzt wird eine Menschenkette drum herum gebaut aus ganz vielen Demonstranten, um eben zu zeigen, dass eine rote Linie nicht überschritten werden darf. Ich stehe hier heute, um die Grüne Lunge zu verteidigen. Wir sind ganz, ganz viele Menschen, die hier hingekommen sind, um die Grüne Lunge zu schützen. Das muss unbedingt bleiben. Wir können nicht immer alles zubetonieren. Das geht einfach nicht mehr, nicht in dieser heutigen Zeit. Die Grüne Lunge sollte bleiben, weil sie einen sehr wichtigen Bestandteil unserer Umwelt hier in Frankfurt darstellt und für die Artenvielfalt, vor allem für die regionale Artenvielfalt, sehr wichtig ist. Die Grüne Lunge muss bleiben, weil das einfach ein einzigartiger, sensationeller Ort ist. Eine solche Kostbarkeit, jede Stadt kann stolz auf sowas sein und fast keine Stadt hat sowas.